Hey, ich wollte euch gerade dabei filmen, wie süß ihr seid. Das ist aber nicht mehr süß. Apollo, kannst du nicht wieder so süß sein zu Cosmo? Einfach zu ihm hingehen und ihn ein bisschen putzen? Cosmo. Katzi. Was macht ihr? Hallo. Ist dir langweilig? Ja, möchtest du beschäftigt werden? Guck mal, Apollo ist auch langweilig. Beschäftigt euch doch miteinander. Spielt miteinander, beißt euch von mir aus gegenseitig. Nein? Wieso nicht? Mach doch einfach. Siehst du? Geht doch. Also, Kätzchen, gehst du schon mal vor? Ich komme gleich nach, ja? Apollo. Cosmo ist schon unten. Wenn du willst, kannst du auch schon mal runtergehen. Ich komme gleich. Ich komme gleich auch. Er ist gerade durch die Katzenklappe gehüpft und schreit hier rum. Warum? Warum schreist du da rum? Du kannst auch zu mir kommen und mir persönlich sagen, was du zu sagen hast. Du musst nicht in einen anderen Raum dafür gehen und hier schreien. Verstehst? Weiß auch gar nicht, was du mir sagen willst. Ja, ich gehe jetzt einfach raus. Und dann musst du hinterherkommen. Ja, komm. Oh, hier muss mal jemand staubsaugen. Katze. Raus möchtest du? Dann sag das doch. Ist doch kein Problem. Ja. Wenn du dein Geschirr anziehen, kannst du rausgehen. Aber ich muss erstmal staubsaugen, bevor gewisse Katzen auf die Idee kommen, da Styroporkügelchen einzuatmen. Ja, Kätzchen. Warte, dein Geschirr ist hier. Diese blöde Halterung. Irgendwie ist das nicht so cool, wie ich mir das vorgestellt habe. Komm her. Ja, wieso läufst du denn von mir weg? Ich dachte, wir ziehen jetzt ein Geschirr an. Fast wäre mir das Handy hingefallen. Okay. Es ist auf jeden Fall nichts, was ich empfehlen würde. Hält überhaupt nicht. Zumindest nicht, wenn man sich bewegen möchte. Es muss irgendwas anderes her. So eine kleine Kamera, die ich mir dann umschneiden könnte. Das wäre gut. Ja, komm her. Cosmo, ich dachte, du willst raus. Dann musst du auch warten. So, komm, warte jetzt hier. Versuche jetzt wirklich, dieses Ding hier so festzuhalten, dass das nicht hinfällt. Und ich denke, ich werde es zurückschicken und sagen, für den vorhergesehenen Einsatz nicht geeignet. Weil, seht euch das mal an. Das ist ja, ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass es mir nicht hinfällt und der Katze das Geschirr anziehen, ohne dass die Katze ihre Geduld verliert. So, warte mal. Hier durch. So und so. Fertig. Gut gemacht. Kätzchen, gut gemacht. Naja, nicht so gut wie sonst immer, aber trotzdem gut gemacht. So, jetzt komm. Na, komm her. Kätzchen. Vergiss es. Das ist ja wirklich
Also Winter ist echt nicht zu spaßen mit diesen Katzen. Er nervt und nervt und nervt, dass er rausgehen möchte. Dann mache ich die Tür auf und er hat Angst. Nur Apollo. Apollo nervt gar nicht, der will gar nichts. Er nimmt das, was er kriegen kann und verlangt aber nichts. Na komm. Endlich. Wie sieht's aus? Sieht doch gut aus. Ist doch einwandfreies Wetter. Ein bisschen kalt, aber es regnet nicht. Und es ist sogar nicht windig. Du kannst spielen gehen. Apollo, willst du auch? Komm, ich weiß, du willst auch. Wenn dein Bruder draußen ist, dann willst du auch raus. Ich kenne dich doch. Aber ich mache trotzdem erstmal die Tür zu. Sag Bescheid sonst, ja? Apolli, was machst du da? Wer ist da? Ist hier jemand? Cosmo? Ist da jemand? Nein? Wieso macht ihr dann so ein Terz? Hä? Erschreck mich nicht so. Ich dachte, hier ist jemand. Apollo hat auch so komisch geguckt. Komm, Apollo, geh ein bisschen frische Luft schnuppern. Komische Katzen. Oh, Apollo. Ja, das war ja ein kurzer Spaziergang. Was ist? Wo ist Cosmo? Ah, da oben. Oh, ich habe eben nicht gesehen, dass die Tür da auf ist. Und dann hat schon der GPS-Tracker gesagt, ah, Vorsicht, Cosmo hat den Zaun verlassen. Und ich so, nein, hä, wo? Guck, ich, Tür ist auf. Ich von der anderen Seite rausgerannt. Ich hätte direkt hier einfach gucken sollen. Er saß direkt da vorne. Und ich rufe ihn und er sagt keinen Ton. Dann gucke ich unter meine Füße, sitzt er da. Ich dachte schon, ich muss wieder hier über alle Zäune klettern und auf die Mauer und dann dahinter und ihn da irgendwo suchen. Aber nein, er saß direkt vor meinen Füßen und sagt einfach gar nichts. Apollo, ich dachte, du willst rein. Du wolltest nur, dass ich die Tür aufmache, ne? Oder dass ich mit rauskomme. Diese Katzen sind einfach so unselbstständig. Cosmo nicht, aber Apollo, ja, schwierig. Was ist? Hast du ein Geräusch gehört? Komm. Komm, gehen wir rein, wenn du Angst hast. Kommst du jetzt rein? Apollo. Hallo. Katzi. Ach. Kommst du rein? Nein. Dann bleibt er sitzen. Er tut jetzt so, als wäre er voll beschäftigt, damit ich ihn bloß nicht reinhole. Jetzt ist Cosmo gerade wieder reingekommen. Ich habe die Tür jetzt einfach aufgelassen, weil es für Apollo offensichtlich sehr viel angenehmer ist, wenn Arsch drin ist und Gesicht draußen. Verstehe ich schon. Man will ja was von der Welt mitkriegen, ohne dabei frieren zu müssen. Aber wofür hat er denn so ein fluffiges Fluff? Katzen. Stellt euch vor, ihr wärt in der Wildnis. Was hättet ihr denn gemacht? Gar nichts hättet ihr gemacht, ihr verwöhnten kleinen Flausch-Popos.